So, moin moin zum inzwischen dritten Teil des PlayStation Tutorials. Wir fangen einfach gleich an mit Shift C, den 3D-Cursor in die Mitte, dann die Glasplatte anvisieren, Komma drücken und schon sind wir nah dran. Und dann fügen wir ein neues Objekt hinzu, und zwar einen Würfel. Heute steht der Controller auf dem Programm und deshalb fangen wir damit auch sofort an. Wir bewegen den Würfel ein Stückchen auf der X-Achse weg von der PlayStation. So, alles klar. Dann fügen wir einen Modifier hinzu, und zwar den Subdivision Surface wieder. Wie euch vielleicht auffällt, fange ich gerne damit an. Dann hat man einfach irgendwie ein einfacheres Objekt und trotzdem wird es dann kompliziert und sieht gut aus. So, Edit Mode, SY. Und zwar wollen wir wieder eine Glasplatte haben. Einfach noch ein Stück kleiner Modell skalieren, so. Gut. Dann können wir schon mal hier die Kanten schärfen. SY und so ein Stückchen hier. Etwa so. Gut. Das Ganze auf Z schmaler machen. Okay. Dann Loop-Cut setzen. Und zwar diesmal 3. Jetzt den markieren und den markieren und ein Stückchen nach außen ziehen. So. Das gleiche hier nur 2 und ein Stückchen auf Z. Etwa so. Gut. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen runder haben. Dafür nehmen wir uns mal hier die oberen und die unteren beiden. Und SZ. Ein Stückchen so. Und jetzt nur die Eckpunkte. SZ und etwa so. Und die auch noch ein bisschen auf SX. So. Ja, das finde ich ganz gut. Ganze kann noch ein bisschen schmaler. SY. So, dann mal smoothen. Angucken. So, so mit der PlayStation. Von der Größe her einigermaßen anpassen. Och, ja. Kann ich jetzt irgendwie noch nicht so genau sehen. Sehen wir dann. Ein Stückchen vielleicht kleiner. Gut, dann die nächsten Teile dazu. S, Shift S meine ich. Cursor to selected. Dann haben wir den Cursor hier bei dem Origin dieses Objektes. Und können dann von da aus die weiteren Objekte hinzufügen. Einen Cube, wer hätte es gedacht. Kleiner skalieren, im Edit Mode ein Stückchen zur Seite ziehen, denn jetzt kommt wieder der Mirror Modifier zur Sache, zum Zug. Da haben wir ihn, X-Achse. Im Edit Mode, Stück nach unten. Stück so. Okay. Dann den Subdivision Surface Modifier. Und Loop Cuts. Ein etwa hier. Ein etwa hier. So. Das Ganze noch ein Tickchen kleiner. Das Ganze Komma rangezoomt. Auf Y schmaler gemacht. Und jetzt von hier unten ein Stückchen schmaler auf der X-Achse. So. Dann E und kleiner skalieren. Etwa so. Dann hier nur die untere Kante und die auch noch ein Stückchen. So. Dann hier die oberen ein Stück nach oben. So. Das auch ein Stück hoch. Etwa so, ja. Doch. In etwa. Das hier wieder ein Stückchen runter. Okay. Jetzt soll das hier oben rund werden. Brauchen wir wieder ein paar Loop Cuts. Und zwar 3 hier. Und jetzt das gleiche, was wir hier bei der Glasplatte im Hintergrund auch schon gemacht haben. Muss das hier wieder so angepasst werden, dass es rund wird. So. Und jetzt nur die Eckpunkte. Und. Ja, so. Die sind, glaube ich, ein bisschen weit unten. Mal ein Stückchen hoch. Ist das rund? Ja. Gut. Dann hier noch 2 Loop Cuts.
das Y. Diesmal nicht ganz so doll am Rand. Soll nicht. Keine zu scharfe Kante sein. Das hätte ich gerne ein Stückchen geschärfter. Und das hier auch. Nicht ganz so doll. Ja. So. Das hier unten war ein Tick zu doll. Steuerung E. Edge Slide. So vielleicht. Gut, mal den Smooth benutzen. Was der davon hält. Ja, doch. Finde ich ganz gut. Die Position können wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Etwa so. Und das Ganze jetzt ein bisschen drehen. Und dann wieder ein Stückchen. Ja. Verschieben, so dass die Glasplatte in diesem Handstück, in diesem Plastikhandstück verschwindet. Zumindest an der Seite nicht rausguckt. Okay. Das Stückchen kann noch ein Tick länger sein. Jetzt haben wir die Achse leider nicht mehr, deshalb muss man das so ein bisschen anpassen einfach, wie es einem gefällt. Das kann noch ein bisschen schmaler. So. Ja, vielleicht noch einen Tick wieder zurückgedreht. Ja, jeder, wie er meint, wie er denkt. Ich glaube, das ist so ganz gut. Das auch noch ein Tickchen weiter raus. So, hoppala. Nochmal. Wenn ihr irgendwie sowas macht und dann denkt, oh nein, das will ich gar nicht, einfach rechtsklick, dann bricht das Ganze ab. Und das Projekt ist gerettet. Und sonst gibt es immer noch Steuerung Z. Okay. Weiter geht's. Machen nochmal Shift S, Cursor to Select. Fügen den neu hinzu. Circle, jetzt hat er immer noch 24. 90 Grad um X. Edge Modifier, Subdivision Surface auf 2. Dafür könnten wir übrigens auch Steuerung 2 drücken. Dann kommt der auch automatisch. Dann in den Edit Mode. Kleiner skalieren. Noch ein Stückchen. Nach X verschieben. Noch ein Stückchen kleiner, noch ein Stück. Und den hier so anpassen, dass er da drauf liegt. Möglichst symmetrisch. So in etwa. Dann die Seitenansicht auf Y verschieben. So. Könnt hier mal auf global umstellen. Und dann extrudieren wir den nach Y ein Stückchen raus. Etwa so. Dann noch ein Stück. Skalieren wir ein bisschen kleiner. Etwa so. Dann nochmal Extrude skalieren. Extrude Y wieder rein. Und noch ein bisschen skalieren. So. Gut. Das Ganze spiegeln wir. Okay. Da scheint irgendwas nicht ganz richtig zu sein. Und zwar ist dieser Origin falsch gesetzt. Jetzt gehen wir einfach auf Origin und setzen den zum 3D-Cursor. Der war ja schon von eben in der Mitte des Objektes der Glasscheibe mit Cursor to Select mit Shift S. So, dann arbeiten wir diesen Ring noch weiter. Das ist ein bisschen zu weit draußen. Also auf Y wieder ein Stückchen reinschieben. Etwa so. Gut, dann brauchen wir noch Loop Cuts. Ein hier. Vielleicht nicht ganz. Ein hier. Auch nicht ganz. So. Und ein hier noch. Da kann er ruhig ganz ran, ja. So. Hier guckt jetzt doch noch die Glasplatte raus. Das können wir dann nochmal verschieben. Ganz wichtig im Edit Mode, sonst verschiebt sich hier der Origin wieder. In der Vorderansicht. Einfach ein Stückchen nach X ziehen. So. Okay. Und weg ist die Glasplatte. Gut. Dann einmal dieses Objekt smoothen. Und angucken, ob das gefällt. Ja. Dieser Loop Cut kam noch ein bisschen weiter weg. Ist eine zu scharfe Kante, finde ich.
Jo, das finde ich besser. Gut. Der kann allerdings noch ein Tickchen weiter raus, ist mir zu getrennt von dem Handstück. Also ein bisschen größer skalieren. Und vielleicht das Handstück noch ein bisschen mehr einem Kreis anpassen. Diesen Punkt vielleicht ein Tickchen weiter runterziehen. Jetzt ist es runder. Gut. Dieses Teil kann auch weiter runter. Versuchen wir es mal mit Steuerung E Edge Slide. Edge Slide. Funktioniert nicht. Dann einfach G. Und etwa so. Und das kann dann auch noch weiter runter. Man soll schließlich auch was in der Hand haben. So. Okay, jetzt kommen die Knöpfe dran. Und das machen wir so, indem wir hier in den Kreis gehen und dann Cursor to Selected. So. Und dann fügen wir innerhalb, beziehungsweise außerhalb dieses Objektes, dieses Meshes, einen Kreis hinzu. Der braucht jetzt allerdings nur 20, beziehungsweise auch 12, und dann machen wir doch den Subdivision Surface, vielleicht aber nur mit 1, dann bei Render auch auf einstellen. Gut, Rx 90 Grad, kleiner skalieren, Edit Mode noch kleiner skalieren, etwa so. Vielleicht schalten wir doch auf 2. Nö. Müsste so gehen. Okay. Dann auf GZ ein Stück nach unten. Und dann brauchen wir den Mirror Modifier. Und zwar auf Z. Na, das funktioniert. Nicht funktioniert auf Y. Okay, auf Y. Dann kopieren wir im Object Mode mit Shift D dieses Objekt und drehen es einfach um 90 Grad. Okay, damit haben wir hier die Knöpfe von der PlayStation-Konsole. So. Im Object Mode ein bisschen größer skalieren, und zwar um 1,75. Nee, das ist viel zu groß. So. Ach so, 1,175 wollte ich. So, genau. Und das bei dem anderen genauso. 1,175. Ist das zu groß? Oh, nö. Dann in den Edit Mode und mit E, G, Y da ein Stückchen reinziehen. Und mit E, S, Punkt 5, bisschen kleiner skalieren. Und mit E, S, W und dann Merge at Center. Damit schließen wir den. Dann mit einem Edge Loop das uns hier so anpassen, wie wir das brauchen. So vielleicht. Und das Ganze können wir jetzt hier auch nochmal machen oder einfach das nochmal löschen und das nochmal kopieren und auf Y um 90 Grad drehen. Gut, dann machen wir mal bei beiden Objekten Smooth und schieben das Ganze auf Y noch ein bisschen rein, gucken wir zu weit raus. So, und Tick, Tick hier raus. Gut, jetzt brauchen wir auf der anderen Seite noch die anderen Knöpfe. Und dafür gehen wir in das Objekt von diesem Kreis hier und applyen im Object Mode den Mirror Modifier, damit wir hier den Kreis mit L auswählen und Shift S Cursor to Select und hier den Mittelpunkt auswählen können. Dann fügen wir ein neues Objekt hinzu. Und zwar ein Cube. Skalieren den ein bisschen kleiner.
gehen ins Objekt rein und skalieren auf Z. Ein bisschen runter, bewegen mit G. Ein bisschen kleiner skalieren. Noch ein Stück. Und dann den Mirror Modifier und gleich den Subdivision Surface Modifier. Diesmal wieder auf 2. Gut, und jetzt müssen wir uns das Objekt noch zurecht bearbeiten. Und zwar kannst du ein klein bisschen schmaler, so, dann hier schon mal die schärfenden Loop Cuts. Etwa so. Hier auch noch 2. SX. Da nicht ganz so weit ran. Und fügen hier 4 hinzu. Und schieben dann die raus. Und dann die raus. Ja, gut, so ist die Form besser getroffen, denke ich. Dann auf GZ ein Stück nach oben, ein bisschen größer machen. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Dann hier die Y-Achse. Ah, jetzt doch, jetzt ist es doch die Z-Achse. Gut, und dann auf der Y-Achse um 90 Grad drehen. Gut. Jetzt etwa auf die gleiche Höhe bringen hier wie die anderen Tasten. Das ist, glaube ich, schon fast so vielleicht. Smooth. Okay. Damit haben wir das auch. Jetzt fehlt noch fast das Wichtigste bei einem Controller, und zwar der Controller selbst, beziehungsweise dieses Daumenpad, Daumen-Controller-Teil. So, dafür löschen wir einmal diesen Kreis, Vertices löschen, und fügen hier den Mirror-Modifier wieder hinzu. Zack, da haben wir ihn. Und wählen uns hier einen Kreis aus, den innersten hier, Shift-D, und ziehen uns den an die Stelle, wo wir das Teil brauchen. So, hier so. Bisschen kleiner. Und hier kleiner. So. Hier können wir einmal das ganze Ding ein bisschen schmaler machen. So. Okay. Und jetzt können wir dieses Teil weiter bearbeiten. Und zwar drücken wir dafür E und Y. Ziehen das hier rein. ES.5 ESW Nutter Center. Ihr seht, das braucht man relativ oft. Beziehungsweise ich benutze das relativ oft. Hier einmal einen schärfenden Loop Cut. So. Und dann geht es hier weiter. ES.75 etwa und dann EY. Stück rein. Okay. Dann können wir jetzt wieder schärfen an den Stellen, wo wir es brauchen. Einmal hier von innen und ein von außen. Nicht ganz raus. So. Okay. Smooth. Das passt doch. Ein Stückchen weiter raus kann das Ganze. Mit L markieren wir immer die zusammengehörigen Vertices, in dem Fall von diesem Objekt. So. Okay. Und jetzt diesen Knüppel für den Daumen. Dafür gehen wir zu diesem Punkt, wählen Cursor to Selected und fügen dann einen Kreis bzw. eine Kugel hinzu. Ja. Die kann ruhig ganz wenige Punkte haben, da wir jetzt innerhalb des Objektes sind und deshalb die Modifier mit auf dieser neuen Kugel sind. Können wir hier 8 und hier 12. Das Ganze kleiner, noch kleiner. Oh, so etwa. Gut, dann in die obere Ansicht. Überflüssige Vertices entfernen. So, X-Vertices. Zack, dann haben wir das. Dann wählen wir uns hier wieder einen Kreis aus, kopieren den, machen den kleiner, verschieben den auf Y. Ah, das war ein Tick zu viel. Und dann E, Y. So.
wieder E, kleines Tick Y, dann größer skalieren. E, ganz kleines Stückchen Y, Tick größer, E, Y, Tick wieder kleiner, Y, und noch ein T-Stückchen kleiner, E, Y, Tick raus, kleiner, und ganz kleinen Tick raus, so, ein bisschen mehr noch. Und E, oh, STRG-Z, W, Merge, Ad Center. Gut, ist das eine schöne Rundung hier? No, passt. Das ist mir jetzt hier noch so ein bisschen zu pilzig, das kann auch schmaler hier unten. So, gut, mal gucken, wie das Ganze gesmoothed aussieht. Eine Normalfeder, wenn das hier so, ja, wie es aussieht, einfach blöd aussieht, dann ist das meistens ein Normalfeder und den behebt man, indem man innerhalb des Objektes alles wählt und Steuerung N drückt. Daran, dass die Faces umgedreht sind, weil das so ein kompliziertes Objekt ist mit Subdivision und so, merkt Blender das nicht, während man das modelliert, wie rum die Faces sind, und deshalb entstehen diese Normalfeder. Gut, die kann man aber dann meistens mit Steuerung N beheben. Manchmal ist es noch komplizierter, da muss man die dann mit der Hand umdrehen. Aber da kommen wir sicherlich in einem späteren Video dazu. Gut. Damit sind wir soweit fertig, denke ich. Eine Sache fällt mir noch auf. Hier bei den Dingern können wir den Loop Cut auch noch ein Stückchen verschieben. Es ist mir nicht klar genug, dieser Knopf. Vielleicht sieht es auch einfach besser aus, wenn wir den View auf 2 stellen. Ja, sieht besser aus. Das muss jetzt jeder gucken, wie es bei ihm passt mit der Leistung des Computers. Wir sind jetzt bei 69.000 Faces. Ich habe schon wesentlich größere Projekte gehabt. Das muss man dann gucken. Gut. Hier könnten wir vielleicht noch diese Controller ein Stückchen in der Form verändern. Und zwar diese Punkte wählen und die auf GY noch ein Ticken rausziehen. Ah, weiß ich nicht, so. Dann den mittleren auch noch ein Stück. Dass man hier so ein bisschen mehr in der Hand hat. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Und wir könnten vielleicht diese drei Punkte wählen, die mit Steuerung E Edge Slide noch einen Tick nach unten machen. Dann ist da nicht so eine scharfe Kante, dann ist das hier eher so, ja, ein bisschen runder vielleicht. Gut, um es in die Hand zu nehmen. Alles klar. Dann fehlt noch eine Sache, die ist relativ schnell zu machen. Und zwar brauchen wir noch die Bezeichnung für die Knöpfe. Dafür gehen wir in den Edit Mode, wählen uns den Punkt aus, Shift S, Cursor to Select, und fügen ein neues Objekt hinzu, und zwar einen, ja, eine Plane. GX 90 Grad, kleiner skalieren, noch kleiner skalieren, dann in den Edit Mode auf X schmal machen, bisschen auf Z wieder skalieren, noch ein bisschen so skalieren und dann um 45 Grad drehen. Dann kopieren wir uns das Ganze und drehen es um 90 Grad. So, jetzt haben wir das X. Dann brauchen wir für hier oben ein Dreieck. Dafür applyen wir kurz mal eben den Mirror Modifier und wählen uns dann diesen Punkt, Cursor to Select, dann in den Object Mode und mit Shift A ein neues Objekt hinzufügen, und zwar eine Plane. Dann RX 90 Grad. Kleiner skalieren, noch ein Tick, dann in den Edit Mode und die beiden oberen Punkte markieren, W drücken, Merge, oh, das ging zu schnell, das war meine Maus, und Add Center. So, jetzt haben wir ein Dreieck, das ein Ticken weiter runter, dass es ungefähr gleichseitiges Dreieck ist, so. Gut, dann das ganze Objekt markieren, W, ach gar nicht, X, und OnlyFace löschen.
Dann wieder alles markieren. E. Und ein Stück rein skalieren. So in etwa auf GZ ein bisschen nach unten. So dass hier auch wieder die Flächen dann, nicht die Seiten, aber die Flächen gleich groß sind. So. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. GZ. Gut, das Ganze ein bisschen kleiner skalieren. Und an die richtige Stelle schieben. Gut, jetzt fehlt uns noch ein Kreis und ein Viereck. Das machen wir genau wie eben auch. Wir gehen hier rein. Cursor to select in den Object Mode. Fügen ein neues Objekt hinzu, und zwar ein Circle mit 32. Ja, 32 können wir eigentlich lassen. Rx 90 Grad. Kleiner skalieren, noch kleiner skalieren. Dann in den Edit Mode und mit E kleiner skalieren. So. Gut. Auf Y Tick raus. So. Und jetzt noch hier. Shift S, Cursor to select, Object Mode, A, Plane, Rx, 90 Grad, kleiner skalieren. So, komm mal ranzoomen. Dann in den Edit Mode, X, Only Face, A, D und kleiner machen. So, dann das Ganze viel größer. Gut, das auch noch auf Y ein Stückchen raus. Hier auch nochmal überprüfen. Ah, das ist gut. Damit sind wir soweit fertig mit dem Controller. Die PlayStation hatten wir ja auch schon fertig modelliert. Dann folgt im nächsten Teil das Texturieren und die Materialien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was lernen können, und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin.